ja, über die Arbeit von Gerlinde Beck Ihnen erzählen. Das wird gleich Georg Elben machen. Ich lege den Teil, den ich dazu ausführen wollte, mal an die Seite, weil ich doch etwas anderes mal sagen will. Ich stand gerade oben im Glaskasten und habe so Richtung Skulptur geguckt und guckte dann so auf unser schönes Rathaus und musste dann so feststellen, verdammt, dieses Rathaus ist doch wirklich in die Jahre gekommen. Und ja, wo ist Frau Heinrich? Wo ist sie? Also Frau Heinrich, von Ihnen übernommen habe ich ja Ihr Bemühen um eine Sanierung des Hauses. Also die ist schon seit vielen, vielen Jahren fällig. Nicht nur, und das empfehle ich Ihnen nicht für einen Blick, weil die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel in den Türmen überhaupt nicht akzeptabel sind und das schon seit vielen Jahren. Zum Teil sehr unwürdige Arbeitsbedingungen dort, besonders im Winter, aber auch im Sommer, wenn es sehr warm ist. Sondern auch von außen heraus macht das Haus einfach einen unanständigen Eindruck. Das muss ich sagen, über die Jahre für mich selber auch beschämend. Und der eine oder andere spricht einen ja auch an, wenn der aus Düsseldorf kommt, eine Stadt ohne finanzielle Not und sagt, sagen wir mal, der Bürgermeister, ne, wie kann das denn sein? Und vielleicht haben Sie heute versucht, auf dem großen Parkplatz zu parken, haben festgestellt, da gibt es Absperrungen, da sind die Türme eingerüstet, weil es kleinste Abspaltungen von Beton, von den Außenwänden gibt. Nichts Dramatisches, was die Statik betrifft, aber eben ein ästhetisches Problem und ein Problem, wenn so ein kleines Bröckchen eben auf den Kopf bekommt oder auf Ihr Auto. Das mussten wir absperren und viele sagen, warum machen Sie da eigentlich nichts? Also, Frau Heinrich, ich weiß das, wir bemühen uns seit Jahren, ja, seit Jahren um die Sanierung. Es gibt Gutachten, wie man es machen kann, wie man es machen soll, unter dem Aspekt auch des Denkmalschutzes, denn das Haus wird unter Denkmalschutz gestellt. Es gibt Berechnungen, wie man sanieren kann. Der Schlüssel liegt jetzt in zwei Händen. Die eine Hand ist der Regierungspräsident, der abschließend sein positives Votum abgeben muss. Und da pilgere ich einmal im Monat nach Münster, um mit dem Regierungspräsidenten bzw. mit der Vizepräsidentin darüber zu diskutieren, die natürlich wissen wollen, so eine Sanierung, die kostet ein paar Euro, das ist auch mehr als ein einstelliger Millionenbetrag, sondern eher zwei. Und das muss ich natürlich im Haushalt darstellen, aber da pilgere ich quasi einmal im Monat, auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Münster, um da das Brett zu bohren, was so furchtbar dick ist, das ist das eine. Und der andere Schlüssel, der liegt in den Händen der Malerpolitik. Denn ich sage das ganz eindeutig, und das ist nicht meine Meinung, aber das ist Vorstellung manch eines Politikers oder Politikerin. Es gibt durchaus die Auffassung, dieses Haus muss abgerissen werden und praktisch gut neu errichtet werden. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal ein Thema für Habakuk, das einmal zu diskutieren. Also ich glaube, dieses Haus ist stadtprägend. Es ist eine Architektur, wie man sie seinesgleichen in Deutschland suchen kann. Die gibt es in dieser Form, glaube ich, zwei oder dreimal, nur in Deutschland mit dieser besonderen Konstruktion. Es ist sicherlich nicht das Haus, was am praktischsten sich darstellt, das Rathaus. Das ist so, ne, das ist klar. Aber ich finde dieses Haus besonders schön. Es hat eine große Bedeutung. Man muss die Geschichte dieses Hauses sehen, man muss die Konzeption dieses Hauses sehen, als offenes, als transparentes Haus, als Haus, wo man der Politik auf den Kopf schauen kann, als Mitarbeiter oder auch als Besucher, als Haus für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich fände es jammerschade, wenn in Mahl sich eine Mehrheit durchsetzen würde, die sagt, jawohl, wir rasieren alles ab, wir planieren es nieder und bauen quadratisch praktisch verwechselbar mit jedem anderen Haus in Deutschland neu auf. Also ich persönlich fände das nicht toll, ich könnte das nicht begrüßen. Also zwei Schlüssel, auf der einen Seite der RP und auf der anderen Seite die Politik, die natürlich entscheiden muss, das ist so. Aber vielleicht ist das auch mal ein Thema für unser Habakuk, zu sagen, wir diskutieren auch mal das Thema Architektur am Beispiel des Rathauses. Da haben wir in der Stadt Mahl ja auch einiges zu bieten, was an interessanten Objekten uns beglückt. Die Scharunschule ist jetzt gerade